Hallihallo, hier ist wieder euer DarthStephen zu einer neuen Folge Let's Play Star Trek Online auf Seiten der Föderation. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge und wir fangen gleich mal an mit den Fähigkeitspunkten und schauen. Wir haben einen Raumpunkt, haben wir nur. Okay. Gehen wir mal auf Taktik. Und die nehmen. Yep. So. Kann ich ja dann alles auch lernen irgendwie, ne? Also muss ich glaube Rang noch etwas höher sein. So. Ich bin auch noch ein Fitzende, aber egal. Wir schauen uns mal auf die Karte. Ich muss jetzt hier hoch, ne? Ja. Ich wollte mal kurz auf die Galaxiskarte gucken. Ob ich das auf. Hier finde. Also ich bin gerade an der Grenze zum Kardassianer. Ich muss aufpassen. Sonst gibt es hier Ärger, wenn ich Pech habe. Aber ich muss erstmal so ein Kassei-Sonnensystem. Volle Energie auf die Antriebe steuern und Engage. Fliegen uns mal dorthin. Was es da so Schönes gibt. Ja gut, was soll's. Wissen wir, was ich jetzt meinte? Ein aus einer WhatsApp-Gruppe. Und ja, da ist erstmal wieder so raus. Und ja, das wird mich gerade ein bisschen. Aber egal. Jetzt fliegen wir erstmal wieder so zum Missionsziel und kümmern uns hier um STO. Weil das geht einfach voran. Und was haben wir hier? Star Trek 9 der Aufstand. Spoiler Patch. Da fliege ich auch ganz nah vorbei hier. Ein Randausläufer vorbei. Da drin ist doch irgendwo der Planet hier, Baku. Coole Sache. Oh. Dangers lurk in space, and the threat of Klingon attack has made even the most stout-hearted reconsider their choice to travel throughout the stars. A last-ditch effort to find a common ground could end this conflict, but there are many who oppose peace. Ich liebe die Stimme von Spock. Ist schön, dass sie hier Leonard immer so eingebaut haben. So schön. Einfach klasse. Das hat schon irgendwas. Jetzt geht mal voll Stopp. So. Die Forscher retten, ne? Ich gebe jetzt aber kurz rückwärts Gas, dass ich hier wieder rauskomme aus dem Missionslog. Wunderbar. Denn die Mission fange ich jetzt noch nicht an, weil ich erstmal jetzt nur 3 Folgen aufnehmen wollte für die folgende Woche. Vielleicht mache ich ja noch morgen nochmal weiter, wenn ich Bock habe. Muss ich mal sehen. Und ja, das könnten wir jetzt noch machen in der Zeit, in den letzten paar Minuten, ne? Ich gucke mal noch mal in Charakter und Inventar. Ups. So, ich könnte ja noch mal
bisschen die Lithium veredeln. Und gegen Cent eintauschen, ne? Die Lithium-Prozent. Ich habe 1500, sagen wir mal. Hä? Aha. Okay. Und ich sage, ich will 10 Cent. Aha. Noch, ich will 100. Ah. Ich komme langsam. Ja. Yeah. Okay, was ist, ich gehe 20 Cent. Geht nicht. 15 Cent? Diese 15 Cent sind 1500 Lithium. Ja. Ja. Wunderbar. So. Aber schauen wir, ob ich das bekomme. Da habe ich jetzt ein bisschen Cent los. Und hier will ich langsam zu. Eieieiei. Replikator. Kriegt die Credits. Alles klar, das ist sehr gut. Ach, jetzt zeige ich das jetzt alles mal hier. Waffenbatterie treuer. Schildladung kann weg. Energiezelle kann weg. Das brauche ich eigentlich alles nicht. Konsole für Wissenschaft. Ah gut, habe ich eine drin, ne? Okay. Könnte ich doch wegtun. Die können auch weg. Hilfsbatterie kann auch weg. Mark 2 kann weg. Vorräte kann weg. Sintuhe hat auch weg. Das brauchen wir auch alles nicht. Das verkaufen wir mal alles. Die behalte ich mal. Das brauche ich auch nicht. Standortabfertigung, das brauche ich doch alles nicht. Was soll ich mit dem Mist? Das hebe ich mal auf. Die grünen Sachen. Die könnte ich ja. Mit dem Schiff geben. Okay.
Alles klar. Habe ich allerdings wieder ein bisschen Platz im Inventar. Und so haben wir auch die Folgenzeit rumbekommen. Auch wenn das vielleicht jetzt nicht gerade spannend war, was ich gemacht habe. Und ja, ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß beim Zusehen. Die Mission im Kasei-System mache ich erst in der nächsten Aufnahmesession. Bis dahin eine schöne Zeit. Euer Darth Steffen. Möge macht mir das halt falsch. Ich meine, live long und prosper. Und ich hoffe, ihr seid bei den nächsten Videos auch wieder dabei. Und bleibt mir treu gewogen. Bis dahin eine schöne Zeit. Ciao mit V. Und selbe Stelle, selbe Welle. Ciao.